zum Leben reifen. Dafür machen wir uns stark in unserer IGBAU. Und ihr habt es gerade gehört von den Kolleginnen und Kollegen vom Bau, aus der Gebäudereinigung, aus dem Bereich der industriellen Dienstleistungen und aus dem Forst und auch von der jungen Bau. Die Sorge davor, im Alter arm zu sein oder vor der Rente in Hartz IV abzurutschen, die Sorge, Kolleginnen und Kollegen, gibt es in allen unseren Branchen ganz dramatisch. Da ist zum Beispiel die Gebäudereinigerin, die schon heute nach 40 Jahren Vollzeitarbeit mit 560 Euro Rente in Altersarmut geschickt wird. Da ist die Minijobberin, deren Rente noch deutlich niedriger ausfällt. Oder der gelernte Betonbauer, der es nicht schafft, bis 67 zu arbeiten, nicht bis 65 und oft auch nicht bis 63. Der weit vorher aus dem Arbeitsleben ausscheiden muss, weil die Knochen nicht mehr halten. Da sind die Gärtnerin oder der Forstarbeiter, denen das Gleiche droht, und da ist die junge Generation, die Sorge und Angst vor der Zukunft hat. Wir haben als IGBAU im letzten Jahr eine Umfrage unter mehr als 6000 jungen Beschäftigten in unseren Branchen gemacht. Ergebnis: Ihr größter Wunschtraum, ich wiederhole, Ihr größter Wunschtraum ist es, von Ihrer Hände Arbeit einmal eine Familie ernähren zu können. Und Ihre größte Sorge ist es, im Alter arm zu sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind besonders davon bedroht, dass die Rente nicht mehr zum Leben reicht. Wir sind es, die besonders betroffen sind von der schlechten und von der brutalen Rentenpolitik. Renten runter, Altersgrenzen rauf und gleichzeitig Beitragsgeschenke an die Arbeitgeber verteilen. Das ist die Rentenpolitik unserer Bundesregierung, Kolleginnen und Kollegen. Die Politik ist schuld daran, dass wir Angst um unsere Rente haben. Und deshalb müssen wir ganz laut sagen, wir werden diese Rentenpolitik mit unserer Macht auch ändern, Kolleginnen und Kollegen. Martin und Rösler haben die Rente mit 67 jetzt endgültig durchgeboxt. Vor 63 gibt es normalerweise keine Altersrente mehr, nicht mal mit Abschlag. Wenn die Gesundheit nicht mehr mitmacht, droht Kündigung, Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Altersarmut. Gerade wenn man früh anfängt im Leben zu arbeiten, mit 16 oder mit 17. Gerade wenn man körperlich hart arbeiten muss, wie auf dem Bau oder in der Forstwirtschaft. Gerade wenn man in Kleinbetrieben gearbeitet hat, wo der Kündigungsschutz nicht gilt, das alles ignoriert die Politik vollständig. Frau von der Leyen, unsere Arbeits- und Sozialministerin, die hat schon vor einiger Zeit wissen lassen, wie das nach ihrer Meinung nach gehen soll. Sie sagt, ich zitiere, wir müssen einfach kreativer denken. Ob Dachdecker oder Bäcker, niemand muss mit 66 noch genau dasselbe machen, was er mit 16 gelernt hat. Wer Berufserfahrung hat, kann auch Büroarbeit in seiner Branche übernehmen. Zitat Ende. So einfach stellt sich das also unsere Ministerin vor. Ein bisschen kreativer denken und schon sitzt der Dachdecker mit drei Bandscheibenvorstellen im Büro. Ganz einfach, ganz kreativ, aber unheimlich dumm und naiv, Kolleginnen und Kollegen. Wir werden laut und deutlich sagen, was die Realität in unseren Betrieben ist, und ihr habt es vorher von unseren ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen gehört. Schauen wir beispielsweise auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Was meint sie denn mit dem Thema flexible Übergänge von der Arbeit in die Rente? Wenn man genau hinsieht, zum heutigen Stand, zum heutigen Tag, ändert sich ja stündlich, dann wird klar, die meinen damit vor allem eine Teilrente. Also, dass man in Zukunft schon mit 60 seine Rente zu einem Teil bekommen kann und gleichzeitig weiter Teilzeit arbeitet. Der Haken ist,
Es soll Abschläge geben auf diese Teilrente. Bis zu 25%. Ein Leben lang. 25% Abschlag, Kolleginnen und Kollegen, damit kann man vielleicht in Industriebetrieben mit Höchstverdiensten und höchsten Löhnen Übergänge von der Arbeit in die Rente gestalten. Eins aber ist ganz klar, bis zu 25% Abschlag, das können sich woanders und insbesondere in unseren Branchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlichtweg nicht leisten. Welcher Dachdecker, welcher Maurer, welche Gebäudereinigerin verkraftet das, Kolleginnen und Kollegen? Welche Krankenschwester, welcher Bäcker und welcher Kellner? Keiner. Und deswegen geht auch der SPD-Vorschlag nicht nur an der Realität vorbei, er geht auch insbesondere vorbei an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kolleginnen und Kollegen. Und wer die realen Ängste und Sorgen von Millionen von Beschäftigten in diesem Land nicht ernst nimmt, der braucht sich auch nicht wundern, wenn er nicht gewählt werden wird. Nicht viel anders sind die Konzepte von Ministerin von der Leyen aus der CDU. Da gibt es schon fast eine schwarz-rote Koalition. Das beruhigt mich nicht wirklich. Auch Frau von der Leyen will sogenannte flexible Übergänge und hat dafür den schönen Namen Kombirente erfunden. Dahinter steckt wieder, man kriegt vorzeitig eine Rente mit Abschlägen und soll mehr hinzuverdienen dürfen. Nicht ab 60 wie bei der SPD, sondern ab 63. Deswegen fallen die Abschläge auch niedriger aus. Aber die entscheidende Frage bleibt, woher kommen denn all die Teilzeitarbeitsplätze für ältere Dachdecker, Gärtner und Betonbauer, Kolleginnen und Kollegen? Und was sagt Frau von der Leyen eigentlich denen, die schon mit 59 oder 60 aus dem Arbeitsleben gedrängt werden und aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden müssen? Nein, auch das ist unseres Erachtens keine realitätstaugliche Antwort darauf, dass viele es gar nicht schaffen, bis 63, bis 65 oder gar bis 67 zu arbeiten. Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube auch, wir haben Anlass, optimistisch zu sein. Denn es ist noch ziemlich genau ein Jahr hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Noch diskutieren Sie, die Parteien, was Sie denn genau in Ihre Wahlprogramme schreiben. Und deswegen sind solche guten Veranstaltungen wie diese hier bei euch heute in Dortmund wichtig. Es ist ein starkes und ein eindrucksvolles Zeichen, dass hier heute so viele betroffene Kolleginnen und Kollegen hier sind, die Klartext reden und die sagen, Rente muss zum Leben reichen. Wir sind überzeugt, Rentenpolitik geht besser. Man muss es nur wollen. Und wir müssen Druck dafür aufbauen. Sicher in Rente, das haben wir verdient und das haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land verdient. Die IG BAU und die Gewerkschaften des DGB haben Konzepte auf den Tisch gelegt für eine Rente, die zum Leben reicht. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Die IG BAU hat auf ihrem außerordentlichen Gewerkschaftstag im März eine sehr gute Entschließung zum Thema Rente verabschiedet. Darin sagen wir auch, wie die Lücke zwischen Arbeit und Rente geschlossen werden kann. Wir haben sehr genau hingeschaut und gefragt, was brauchen die Kolleginnen und Kollegen denn ganz konkret, damit sie auch sicher in Rente gehen können? Unsere wichtigsten Antworten sind, wir brauchen eine abschlagsfreie Rente schon nach 44 Versicherungsjahren. Denn wer früh im Leben anfängt zu arbeiten, bei dem kommen auch die Verschleißerkrankungen früher. Wir brauchen eine Reform der Erwerbsminderungsrente, denn die Kriterien sind heute viel zu eng und gerade diese Renten fallen viel zu niedrig aus und produzieren geradezu Altersarmut. Wir brauchen aber, und das ist das Wichtigste, Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einen Stopp der Rente mit 67. Wir brauchen auch eine Diskussion darüber, wie Übergänge von der Arbeit in die Rente auch tariflich gestaltet werden können. Gerade, und ihr habt es gehört, unter den schwierigsten Bedingungen in unseren Branchen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und bringen jetzt einen Vorschlag für ein sogenanntes
Altersübergangsgeld in die politische Diskussion. Ein Kurzarbeitergeld mit tariflicher Beteiligung für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Arbeitnehmer, die nicht mehr Vollzeit in einem Betrieb arbeiten können, eine Brücke zur Rente, die vor Altersarmut und vor dem Absturz in Hartz IV für die Zukunft schützt. Aber eines ist auch ganz klar. Solche Lösungen können in unseren Branchen nur umgesetzt werden, wenn sich auch der Staat beteiligt und die Politik Verantwortung übernimmt. Sonst ist das für uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach nicht zu schultern. Sparmodelle wie die Teilrente, die uns bis zu 25% Abschlag kosten und mit denen sich der Staat aus der Verantwortung stiehlt, die funktionieren bei uns nicht und die sind mit uns als IGBAU auch nicht zu machen, Kolleginnen und Kollegen. Rente muss zum Leben reichen, das heißt natürlich auch mehr als sichere Übergänge von der Arbeit in die Rente. Nicht nur der Übergang muss klappen, auch die Rente muss am Ende stimmen. Wir in der IGBAU haben uns schon immer stark gemacht für eine gute gesetzliche Rente. Wir haben aber auch schon früh sehr konkrete Angebote geschaffen, mit denen über unsere Sozialkassen zusätzlich tariflich vorgesorgt wird. Ohne dass Profite an die Finanzkonzerne, an die Riesters und Rürups fließen. Manche Kolleginnen und Kollegen würden das auch gerne nutzen, aber sie haben ein echtes Problem. Solche Zusatzrenten werden heute komplett auf die Grundsicherung im Alter angerechnet. Wer also mit seinem sowieso schon niedrigen Lohn zusätzlich vorsorgt und es im Alter dann nicht über die Grundsicherung hinaus schafft, der ist zum Schluss der Geschniffene. Der hat für Zusatzversorgung eingezahlt und das, was er rausbekommt, fließt sozusagen direkt wieder an das Sozialamt. Das, Kolleginnen und Kollegen, betrifft insbesondere, wir haben es gehört, unsere Beschäftigten in der Gebäudereinigung. Kolleginnen und Kollegen, mit einer solchen Systematik fördert man nicht das Engagement zur Vorsorge, man verhindert es sozusagen. Aber damit die Rente am Ende auch stimmt, muss sich auch grundsätzlich etwas tun. Frau von der Leyen hat die Zahlen ja vor kurzem selber präsentiert. Ich weiß immer noch nicht, warum. Die Renten sinken bis zum Jahr 2030 so stark, dass selbst ein ordentlich verdienender Facharbeiter im Hauptgewerbe nur eine Rente von gut 850 Euro zu erwarten hat. Lohngruppe 4, Durchschnittseinkommen mit Einmalzahlungen im Monat 3.100 Euro, Kollegen. Die Renten stürzen also ab und gleichzeitig wollen Merkel und Rösler die Beiträge der Rentenversicherung weiter senken. Ein Milliardengeschenk an die Arbeitgeber. Bei uns Arbeitnehmer kommen davon nur ein paar Euro an, durchschnittlich nämlich 6 bei jedem Arbeitnehmer. Kolleginnen und Kollegen, auch dazu, so hart es in der öffentlichen Diskussion ist, aber es macht keinen Sinn, ständig Leistungen zu kürzen und gleichzeitig Beiträge zu senken, den Arbeitgebern Geld in den Rachen zu schmeißen und die Leute in Altersarmut zu schicken. Und dieses klare Nein wird es vom DGB auch geben. Ich bin mir da ganz sicher und ich bin mir auch sicher, dass Annelie anschließend zu diesem Thema noch sehr viel sagen wird. Wir bleiben aber nicht nur bei einem Nein zu Beitragssenkungen stehen. Wir in der IGBAU haben mit unserem Konzept Bürgerversicherung schon früh gute und richtige Langfristperspektiven für die Rente entwickelt. Bürgerversicherung heißt, alle zahlen ein, auch Politiker oder Beamte. Aus allen Einkommen wird eingezahlt, auch aus Zinsen, Spekulationsgewinnen, Mieterträgen und Vermögensgewinnen. Und die Beitragsbemessungsgrenze fällt weg, sodass auch ganz große Einkommen mit einzahlen. Und natürlich wird es groß diskutiert, bei hohen Einkommen ist ein Beitragseuro weniger wert
als bei niedrigen Einkommen. Heißt also, in der Spitze bekomme ich für den eingezahlten Euro weniger als bei den niedrigen Einkommen. Und natürlich gibt es da große Diskussionen, dass das mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar sei, dass das wahrscheinlich gegen europäische Richtlinien und europäische Gesetze verstößt. Die nächste Argumentation wird wahrscheinlich sein, dass es gegen die Genfer Menschenrechtskonvention verstößt. Aber Kolleginnen und Kollegen, lassen wir uns da nicht verunsichern. In der Schweiz wird das seit langem so praktiziert. Und die Schweiz ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sozialistischer Umtriebe relativ unverdächtig. Mit einem solchen Modell sichern wir auch langfristig die Einnahmen für die Rentenversicherung, weil auch die starken Schultern endlich an den Kosten des demografischen Wandels beteiligt werden. Und damit zeigen wir, eine solidarische Rente, die zum Leben reicht, die ist auch möglich, wenn die Gesellschaft älter wird. Denn nicht nur die Zahl der Alten und der Jungen ist entscheidend für die Rentenkasse, Kolleginnen und Kollegen, sondern auch wer einzahlt. Und das vergessen viele dieser selbsternannten Demografiepropheten. Kein Wunder, wenn man sieht, von wem die nach ihrem Arbeitsleben auch bezahlt werden. Ganz genau. Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier heute sehr viel darüber, was wir von der Politik wollen. Das ist gut. Das ist auch wichtig so, viele Politiker hier. Aber wir müssen auch die Arbeitgeber in den Blick nehmen, wenn es um die Rente geht, denn die stehlen sich wie so oft aus ihrer sozialpolitischen Verantwortung. Arbeitgeberverbände waren ganz vorne. Sie waren ganz vorne, als die Rente mit 67 gefordert wurde. Die haben oft und ganz laut dafür getrommelt. Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Otto Kenzler, kommt ja hier aus Dortmund, behauptet öffentlich, ich zitiere, arbeiten bis 67 ist im Handwerk möglich. Zitat Ende. Ich glaube, es war ein Missverständnis, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaubte, er meint, als Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ist Arbeit im Handwerk möglich, was im weitesten Sinne auch Handwerksarbeit wäre. Aber wenn es darum geht, etwas zu tun für gute Arbeit, für alternsgerechte Arbeit, dann sind Sie auf Tauchstation. Wir haben nachgefragt bei unseren Betriebsräten, hat dein Arbeitgeber in den letzten Jahren eigentlich was getan in Sachen alternsgerechtes Arbeiten? Über 500 Betriebsratsvorsitzende aus dem Bauhauptgewerbe und dem Bauausbaugewerbe haben in einer Umfrage geantwortet. Was glaubt ihr, wie viele Arbeitgeber tatsächlich etwas getan haben? Ganze 7 von 100, also 7%. Kolleginnen und Kollegen, das spricht für sich. Das ist auch ein Teil der betrieblichen Realität, den die Politik gern übersieht und den wir auch ganz deutlich machen müssen. Aber nicht nur da müssen Arbeitgeber mitziehen, denn eines ist klar, nur ein ordentlicher Lohn und eine faire Eingruppierung bedeutet später auch eine gute Rente. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, sind faire Löhne für gute Arbeit gleich doppelt wichtig, damit in Zukunft unsere Rente auch zum Leben reicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.